Verschwinde! Bitte! Das ist der Erhabene! Grüner Staub! Überall dieser Grün. Hast du sie erledigt? Sie konnte fliehen. Komm, ich war lange genug eingesperrt. Ach so, deshalb geht er mit mir jetzt nach draußen. Von all den Gesichtern, die ich in Asgard zurückließ, habe ich deins am wenigsten hier erwartet. Höre ich da Enttäuschung? Mir wäre es lieber gewesen, du hättest eine vollbusige Valkyria geschickt, die nichts als ein Lächeln trägt. Und ein Fass von dem guten Zeug bei sich hat. Allerdings. Aber als ich dich im Palast sah, wie du durch Glots Tor kamst, nun, da wusste ich, dass du meinetwegen da warst. Danke. Alles für einen Freund. Mein sanfter Kerkermeister befreit mich aus einem viel schlimmeren Kerker. Wie in einem Gedicht. Ihr Zwerge habt die Dichtkunst noch nie verstanden. Der Himmel ist hoch, Holz ist gut und du bist noch immer ein Arschloch. Wie gefällt dir dieses Gedicht, du elender Hund? In etwa so gut, wie du riechst. Ich habe übrigens Verwendung für dich. Der Erhabene hat Verwendung für mich. Das lässt einem das Blut gefrieren. Nun, wie du weißt, machen wir Zwerge nichts umsonst. Atmest du frische Luft oder den Gestank von Glots Folterknechten? Lass dein Auge in seiner Höhle. Was soll ich für dich tun? Warte. Was? Oh, die! Stell dich mir! Sei gewarnt! Ich werde beenden, was du begonnen hast! Super. Jetzt das vermagst du nicht. Ich hole mir deinen Kopf und schenke ihn fürs Tod. Was? Trotz Zeitlupe wurde ich getroffen. Sind deine anderen Schwachpunkte? Ach so, hinten die andere Pranke irgendwie. Thank you.
komm schon, ey. Schon stärker. Na komm. Kleiner Stinker. Ist ja gerade gefühlt ein bisschen schneller geworden als vorher. Du hättest dich fernhalten sollen, Fries! Das Zeitalter der Feuerriesen beginnt mit deinem Tod! Jetzt habe ich seine anderen Schwachstellen mal gesehen. Wobei ich gerade wieder verwundert war. Ich habe irgendwie super viel Schaden gerade bekommen und ich weiß gar nicht, wo der herkam. Toll. Komm her. Was wieder. Aus unerklärlichen Gründen kriegst du dann plötzlich einen Haufen Schaden. Merkwürdig. Und ich glaube, es war kein Debuff zu sehen. Magst du nicht? Ich hole mir deinen Kopf und schicke ihn fürs Tod!
Komm her, du Stinker. Da war mein Timing gerade so gut, ey. Tor verleiht mir Kraft. Dich fernhalten sollen, Beast. Das Zeitalter der Feuerriesen beginnt mit deinem... Komm. Oh, gibt's doch nicht. Na komm her. So viel ist es jetzt auch nicht mehr.
verdammte Hacke, ey. Das war ein schlechter Zeitpunkt, um den zu betäuben. Weil der gerade in der scheiß Lava stand. Jetzt bin ich aus dem Takt raus. Ich glaube, wo ich übrigens Schaden bekomme, ist ein Anzeigefehler. Von der Lava. Das kann man ja umgehen, indem man einfach ein bisschen mehr in der Mitte bleibt. Das war's. Direkt kommen alle und sagen, hey, du hast es geschafft, cool. So raubte mein Sohn. Nun erschluck ich seinen. Ein kleiner Schritt in Richtung Gerechtigkeit. Ich wünschte, du hättest mich auch mal zutreten lassen. Der hat mich mal fast gefressen. Ist es also vorbei? Die Feuerriesen werden im Chaos versinken. Nicht solange Sword an der Macht ist. Erzähl mir mehr über die Relikte und was du mit ihnen getan hast. Was ist im Gewölbe geschehen? Was glaubst du? Claude folterte mich, befahl mir, die Relikte wieder zu erwecken und ihnen dann ihre Macht zu entziehen, damit Zurt sie irgendwie nutzen kann. Und das vermochtest du nicht? Wie kannst du es wagen? Natürlich vermochte ich das. Aber nicht für einen Scheißkerl wie ihn. Selbstverständlich war Claude zu dumm, um zu erkennen, dass ich den Seder auflöste, statt ihn zu speichern. Sobald ich wusste, dass du kommst, schlachtete ich die Relikte aus und machte sie nutzlos. Keine mächtige Waffe für den ollen Sort. Es ist unklug, so einen Feind zu unterschätzen. Du warst jedoch kurzsichtig, Ivaldi. Ich hätte diese Zauberkraft gut gebrauchen können. Nun, wenn du mächtige Dinge suchst. Während meiner Gefangenschaft hörte ich Gerüchte. Sort baut etwas. Es soll klein, aber sehr wirkungsvoll sein. Es ist von unschätzbarem Wert für ihn. So wertvoll, dass du ordentlich Schaden anrichten würdest, sollte es dir in die Hände fallen. Musik in meinen Ohren. Ich werde in dieser Sache den Rat einer Quelle suchen, die älter und erfahrener ist als ich. Doch zuerst brauche ich ordentliches Werkzeug. Für den Anfang einen Hammer und vielleicht ein, zwei Meißel. Im Norden Wangrins gibt es einen Damm, ein riesiges Ding, fast komplett zugefroren. Südlich des Damms ist eine Werkstatt. Vielleicht ist sie noch in gutem Zustand. Wenn deine Reisen abgeschlossen sind, suche mich dort auf. Ich komme dorthin, wenn ich bereit bin. Entschuldigung, habe ich verschluckt eine Cola. Lustiges Kerlchen. Warum gibt es eigentlich keine Sequenz für die Tötung? Großartig. Ich denke mal, die Attentäter-Rune. Kommt von der Katze. Entschuldigung.
So, wo treibt es mich denn jetzt als nächstes hin? Sprich mit Kara, der Valkyria. Ach, da oben. So, die Rüstung, es hat anscheinend doch nichts mit dem Hügel da oben zu tun. Habe ich mich wohl vertan. Aber es gibt ja noch ein bisschen was zum Einsammeln. Und da wird mich das Quest anscheinend nicht vorbeiführen. Wisst ihr, was mir auch auffällt? Also jedenfalls im ersten Gebiet vom DLC. Es gibt keine Alternativquests. Das war ja in Valhalla noch ein bisschen stärker, dass du halt zwischendurch mal Leute getroffen hast. Pass auf, jetzt treffen wir natürlich jemanden, nachdem ich das erwähnt habe. Oh, boy. Ada, was ist? Warum weinst du so? Sprich nur. Mein geliebter Bui! Ich konnte mich nicht einmal verabschieden. Er flickte das Dach, rutschte ab. Und jetzt ist er. Ich verstehe. Doch vielleicht kann man ihm noch helfen. Ich kann leider nichts für ihn tun, aber diese neuen Fähigkeiten. Vielleicht wird sich eine Möglichkeit ergeben. Dann könnte ich zurückkommen. Ach so, dass du die Möglichkeit hast, vielleicht ihn mit einer Möglichkeit der Wiedergeburt oder so. Ich weiß, manche Gegner hatten das. Aber dann wäre halt ein Zombie. Naja, Zombie sagen nicht, sie sagen Wiedergänger. Ja, schlachtet sie alle ab, ich kann doch gar nicht schwimmen. Der Schlacht. Das ist ein Schatz. Ha!
stark. Kraft der Wiedergeburt. Erinnerst du dich an Dragis Doppelstoß? Was ist das hier? Mach dich tot! Achtet auf Konter! Tod allen Asen! Geduld, keine Schande. Ihr muss es Gold oder Silber geben. Wo ist das? Moment mal. Das geht ganz. Auf alles gefasst sein. Verlieren wir keine Zeit. Seht ihr das Timing für diesen Blitzangriff? Also du musst halt im richtigen Zeitpunkt dann nochmal zusätzlich einen Schlag machen. Aber ich weiß gar nicht, wann das ist. Ich sehe halt beim Ausführen davon jetzt keinen Hinweis darauf, wann ich diesen zusätzlichen Schlag ausführen muss. Jetzt bezahlst du. Hey, komm mal kurz her. Tor verleiht mir Kraft. Hey, hierher! Haltet mir den Rücken auf! Anscheinend muss ich nur durchklicken. Und dann trifft man schon den richtigen Punkt. Nee, anscheinend doch nicht. Komisch. Komm mal her und schubst das Quarz an. Ich schaffe das nicht allein. Das dauert nicht lang. Bring die Sau zu Fall. Also es gibt noch zwei kleine Kisten hier. Ich bin schneller! Wir sind hier fertig. Zurück zum Schiff.
runter. So, das war jetzt alles. Dann zurück zur guten Frau. Ich bin ein Mann. Lässt mich dann bestimmt ins Haus.